Neuland zurückgerufen. Mikrofon Neuland. Ich darf dieses Mikrofon erst einschalten, wenn ich mehr als 25 Zuhörer habe. Deshalb spreche ich es einfach so rein, als ob es anfängt. Solange das Mikrofon nicht an ist, wäre es nett, wenn ihr näher rantretet. Dann kann ich mich besser konzentrieren. Ein Döner noch zusätzlich. Ah, der Döner zählt. Der Döner zählt auch. Okay, eine westfälische Reaktion. Ich bin im Rheinland. Ja, wir sind heute hierher gekommen, um zu gedenken. Also erst einmal herzlich willkommen im Namen des Heimatvereins Spione in Neuss. Wir sind heute zu einer Gedenkfeier für die goldene Ära der CIA in Neuss. Sie haben es wahrscheinlich in Ihren Nachrichten gelesen, diese Woche in Neuss gab es ein geheimes Projekt 6, wie man es nannte, eine deutsch-amerikanische Freundschaftsspionage, die sich hier in Neuss irgendwo zugetragen haben soll. Wir hatten hier eine Einheit, die etwa 100 Kopf stark war. Zählen Sie auch zu den 25 Leuten? Da sind doch fast 25, mach ruhig an. Das ist ein guter Ordner. Super, danke. Sollen wir ja auch lernen. Wir wollen uns abhören. Okay, wir werden abgehört. Tiss, tiss. So, jetzt. Unterwegs. Auf der Seite. So, jetzt funktioniert es. Auch genug für euch? Nein, nicht mehr. Nicht mehr? Du musst daneben stehen bleiben. Irgendwas Seltsames ist hier. Ja, ich bin in Neuss. Die Technik. Was? Ja, ich komme aber mit Helena nachher noch zum Treffen. Test. Hat eine geringe Reichweite heute. Ja, ihr habt also in den Medien gelesen, hier in Neuss war also eben eine 100-köpfige Einheit von Spionen, deutsch-amerikanische Freundschaftsspione. Man weiß nicht so genau, wo sie waren. Einige sagen, sie wären in Neuss-Amfeld gewesen, im Industriegebiet. Andere sagen, sie wären und oder auch hier in der Sparkasse gewesen, und zwar in dem geheimnisvollen Flur Nummer 4. Ich habe gestern mit einer Person gesprochen, die behauptet hat, sie wäre zu dem Zeitpunkt des Telefonats in diesem vierten Stock, dazu vielleicht später mehr. Ja, was man noch gehört hat, eben, wer war hier in Neuss überhaupt? Es sind im Gespräch CIA, man hat was gehört von Ex-Navy SEALs, also Menschen, die auch zur Gewaltanwendung neigen, die zumindest im Nahkampf ausgebildet sind, im Gegensatz eben zu den NSA-Spionen, die wir ja diesen ganzen Sommer über, mit denen wir den Sommer über verbracht haben. NSA-Spione sind friedlich, die hören uns nur so ein bisschen ab, wenn die CIA ja einen anderen Ruf hat. Sprechen wir kurz eben über die CIA, oder wie man in Amerika sagt, die CIA. Das ist irgendwie der Professional Term, die CIA. Die CIA wurde gegründet 1947. Sie sollte ursprünglich nur einige Büros in Washington ausmachen und wenige hundert Leute stark sein. Man hat damals im Kongress erzählt, das sind nur irgendwelche Büros, die eben so die Informationen, die sowieso in Washington rumschwirren, auffangen und zentral einfangen. Das Ganze war eine zivile Behörde, also nicht militärisch organisiert. Und der Kongress hat die CIA nur deshalb genehmigt, weil man ihm versprochen hat, dass es nicht so eine Gurkentruppe werde wie das OSS. Das OSS war in den 40 Jahren gegründet worden und die haben sich benommen wie die Cowboys. Und ja, es wurden so ziemlich alle Versprechen gebrochen. Die CIA wurde innerhalb weniger Jahre ein mehrere tausend Mann starker Verein und die ganzen Leute von diesem OSS sind in der CIA untergekommen. Die CIA ist dafür bekannt, dass eben sie sehr unorthodoxe Methoden anwendet. Es gab Mitte der 70er Jahre große Untersuchungen des Kongresses, dabei ist herausgekommen, dass sie ab 1954 sehr seltsame Dinge gemacht hat. Sie hat Wahlen gefälscht, sie hat an Putschen mitgewirkt, sie hat Regime-Changes orchestriert und Ähnliches. Will ich jetzt nicht zu weit ausführen, aber 1975 war Schluss, man hat sogar ein Gesetz erlassen, dass es der CIA verboten hat, ausländische Staatschefs zu töten. Also insofern sind wir so relativ sicher. Dann allerdings in den 80ern gab es wieder einige Rückfälle. Unter Reagan hat man also viel Waffen geliefert, man hat die Iran-Contra-Affäre gehabt, man hat mit Rauschgift gehandelt, was also auch für eine staatliche Behörde etwas ungewöhnlich ist, aber die CIA ist halt so drauf. Deshalb mache ich mir so ein bisschen Sorgen, denn die NSA ist halt nun mal, wie gesagt, friedlich, die hat man 1952 gegründet. Die NSA macht eben die strategische Überwachung. Das heißt, die versuchen jeden Anruf, alles was irgendwie elektronisch ist, mit
etlichen Horchposten auf der Welt aufzufangen und nach Fort Meade mit einem eigenen Internet zu karren. Die haben seit 40 Jahren ein eigenes Internet. Die CIA, die hört auch gelegentlich ab, aber die haben andere Techniken. Die CIA macht operatives Abhören. Wenn sie also sich für jemanden interessiert, dann wird er eben mit Wanzen und Mikrofonen und so weiter überwacht. Anfang der 60er Jahre hatte die CIA sogar eine Abhörkatze. Er hat herausgefunden, dass ein Sowjet gerne Katzen in sein Arbeitszimmer ließ. Man hat allen Ernstes eine Katze verwanzt, indem man der Katze ein Mikrofon ins Ohr implantierte, in die Katze Sendeanlagen und Batterien operierte. Und man hat dann das Ding in Washington getestet. Man hat in der Nähe der sowjetischen Botschaft die Katze in einen Park geschickt. Sie sollte zwei Herren dort belauschen und man ist mit dem schwarzen Van hinterhergefahren. Und sie ist in dem Moment dann von einem Taxi überfahren worden. Das Projekt kostete insgesamt 25 Millionen Dollar. Die Akten sind freigegeben, da gibt es auch eine Dokumentation. Das ist also kein Witz, die Abhörkatze hat es wirklich gegeben. Acoustic Catty Kitty, könnt ihr im Internet googeln. Aber bevor jetzt die neueste Bevölkerung Katzen in Misskredit bringt, heute macht man das anders, heute braucht man keine Katzen. Ihr habt ja alle Handys, da sind sogar Kameras drin. Die Kameras laufen sogar dann, wenn da kein Licht irgendwie blinkt und so weiter. Die Zeiten sind also vorbei. Jetzt ist die Frage, was haben die Spione jetzt hier in Neuss gemacht? Und bitte? Alles sauber. Ich oder? Achso, die Gegend hier. Ja, ich glaube, die Herrschaften dort haben Waffen. Ich guck dir die mal an. Ja. Was hat man gemacht? Angeblich haben diese Leute eben Islamisten ausgekundschaftet von Büros aus, eben aus Neuss-Hamfeld oder eben aus dem vierten Stock der Sparkasse, wie man eben sagt. Dass die amerikanischen Spione in Neuss-Hamfeld genistet hätten, das können wir ausschließen, denn in Neuss-Hamfeld gibt es keinen McDonald's. Da fehlen dann die landestypischen Möglichkeiten, sich zu ernähren. Ersatzstoffe, Farbstoffe und so weiter, das fehlt einfach. Deshalb sprechen die besseren Gründe dafür, dass sie tatsächlich hier im geheimnisvollen vierten Stock der Sparkasse in Neuss waren. Auch die Sparkasse ist in Neuss eine Organisation, die Daten sammelt. Jetzt machen sich vielleicht einige Gedanken um ihre Daten, von wegen, wenn jetzt die CIA in den Räumen der Sparkasse ist denn das Banking auch sicher? Ich kann Sie beruhigen, für eure Daten bestand keine Gefahr, die hat nämlich die NSA schon. Die können, wie wir seit letzter Woche wissen, SSL knacken, das ist also der Code, mit dem eben das Homebanking gemacht wird, das Homebanking verschlüsselt wird. Bisher dachte man eigentlich, es ist recht sicher, es handelt sich um einen asymmetrischen Code, aber anscheinend weiß jetzt schon die NSA, was ihr für Sexspielzeug und Ähnliches bestellt habt. Ja, das ist ja auch eine schöne Sache. Falls ihr mal Politiker werdet oder so, dann haben die schon mal was auf Vorrat und kennen so eure Neigungen und eure Schwächen, wem ihr Geld schuldet und so. Das kann ja auch alles von Vorteil sein, wenn man die CIA mag. Gut,